So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daulinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Tomb Raider. Wir sind das letzte Mal hier oben stehen geblieben auf dem Funkturm. Konnten ein Notsignal ausrufen. Wir kriegen jetzt auch Hilfe, aber die brauchen ein Signal von uns, wo wir denn sind. Jetzt müssen wir irgendwo eine Stelle suchen. So kommt man definitiv runter. Oh ja, jetzt müssen wir erstmal eine Stelle finden. Treibstofftanks. Ja, Treibstofftanks sind gut, die kann man schon anzünden, oder? Ja. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Du brauchst eigentlich gar keinen Weg, wir nehmen das einfach das hier. Am besten da ein bisschen aus dem Weg gehen. Mit einer heißen Kugel klappt das. Cool. Jetzt bin ich rausgetappt. Ah, geht mir das schon wieder voll auf die Nüsse, Mann. Ja. Ich musste raustappen, damit ich OBS im Prinzip einschalten kann. Hallo? Steinchen. Eine Fackel direkt anmachen, oder? Jo. Jetzt kann ich jederzeit eine Fackel anmachen, oder? So sollte es gehen. Wie geht das? Jetzt? Ja, ich muss sagen, ganz schnell weg hier. Das reicht. Da ist es. Die stürzen jetzt auch noch ab. Oder? Ich habe ein neues Modell freigeschalten. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Wo ist er denn, die Sau? Irgendwo da runter. Nein, jetzt bin ich schon wieder rausgetappt. Das geht mir gerade schon wieder voll auf den Sack, Mann. Na?
Und schon wieder rausgetappt. Hey, ich könnte gerade wieder extrem steil gehen. Nur weil dieses Spiel nicht in der Lage ist, sich in den Fokus reinzuführen. Ich glaube, ich muss kotzen. Ich mach dich fertig. Ah, super. Hast du gut gemacht, Lara. Drecksack. Blut gekillt, Mann. Hey, Bro. Alles okay? Nicht so aus, ne? Ja, ich möchte mal was probieren. Ich bin schon wieder im anderen Fenster. Und wieder im anderen. Also, ja. Muss wahrscheinlich das Spiel komplett nochmal neu starten. Damit das auch im Fokus gerät. Nur weil das OBS wieder. Normalerweise starte ich OBS immer durch einen Tastenkürzel. Steuerung F1 unter anderem. Und das funktioniert manchmal recht gut. Und manchmal überhaupt nicht. Speicherpunkt. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Cool. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Meisterschütze. Ah, sieht schon viel besser aus, ne? Vielleicht können wir noch ein paar freischalten. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Jetzt bin ich wieder voll drin. Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Okay. Jetzt erst mal Bro hier finden. Das Teilchen. 5 Stück. Danke für nichts. Was ist jetzt? Dann muss das doch da wieder faul. Achtung! Hier drüben! Ich kann schießen! Maschinengewehr? Ah, man könnte an einem Pfeil ein Seil rausbringen. Mittlere Maustaste zum Feuern, super. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe eine Maus, da tut die mittlere Maustaste nicht. Das heißt, wir müssen in die Spieloption gehen. Maustastatur. Gamepad. Ich habe Maus. Ja. Wollt ihr mich savaschen? Tastaturbelegung. Ah. Kampf. Mittlere Maustaste, da machen wir jetzt noch die hier rein. Maustaste 4. Das ist besser. Und zieh! Warum gehst du blöde funktioniert in Deckung. Pfeil und Seil? Kann ich damit eigentlich muss einen Weg nach oben geben. Drücken Sie doch mal. Ja, einfach. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich hab das zweimal probiert. Wo sind jetzt aber die verkackten Leichen hin?
Leichen sind nicht da. Ich glaube, man kann auch auf die Drohne springen, ganz normal. Darüber und nie gehabt. Ja, du Simpel. Da kommen wetten noch mehr Gegner. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Na, dann macht man einfach so. Und dann kann man klettern. Wir sind immer noch in der Lernphase in dem Fall. Und wie kommt man da hoch? Frage ist nur. Nicht unbedingt da hoch, da gibt es nur ein bisschen Material. Aha, was haben wir denn da? Noch ein bisschen Pfeile. Oh, klar. Und Tür aufziehen. Hüpfe! Ah, ganz schön Muskeln, die junge Dame. Aktuelle Position? Ja. Ah, das ist toll. Blauer Roch. Oh. Hallo, Bro! Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Roth. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday! Hier, Co-Pilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Jo, also hilf mir dem Piloten, bevor die anderen Affnis da kommen und ihn im Prinzip. Sein Rutschen. Das ist natürlich nice. Schon gedacht, Mann, das spinnt jetzt gleich. Sauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist. Was zum Teufel? Schnell! Oh fuck, der muss ich natürlich. Na, Jungs? Was habt ihr drin schön? Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Eine Art Mörser und Stößel. Ah, Mörser und Stößel. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Clara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Zwei von zwei Teilen für Bogen gefunden. Wuhuhuhu! Das ist die Bodenlagefeuer. Verdammt! Los. Da ist das Signal. Nein, du musst hier das Ding dran setzen, Madame. Du musst jetzt den Fall richtig weit aufziehen. Oh, guckt euch mal die Aussicht an. Das ist eigentlich schon herrlich, gell? Ja?
aber ist ehrlich gesagt richtig linear, das Spiel. Also es ist richtig krass linear. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig... Achtung! Ah! Ich konnte nicht mal richtig würgen, ey. Das Ding hier an. Wo war denn jetzt hier? Ah, da waren wir schon. Symbole, um im Prinzip zu wissen, wo man hingeht irgendwie. Wir müssen auf jeden Fall das Geheimnis suchen. Irgendwas ist da drin. Die ist zu auffällig, die Höhle. Also muss da irgendwas drin sein. Außerdem mag ich, dass eine Lara Croft sich bückt. Aha, guckt euch mal die Höhle an. Ja. Kommst du da durch oder bist du zu blöd? Alte Orakel-Klinik. Irgendein Geheimnis. Alle des Aufstiegs. Gucken, was die Halle so taugt. Das ist auf jeden Fall Lagerfeuer, da können wir speichern. Wir haben einen Kopfbogen bekommen. Irgendeine Halle, wo man was geschenkt bekommt. Das gehörte früher zu Yamatai. Da müssen wir ein Rätsel knacken. Irgend so ein mechanisches Rätsel oder irgendwie so ein Käse. Das kann ich nicht verdammt interessant. Also wahrscheinlich ist das was. Das ist ein bisschen. Wie es nur geht.
Chat, Mann! Das Absprungtiming muss stimmen. Jetzt sag ich noch was Gutes. Reicht. Das reicht doch nicht. Das reicht doch irgendwie nicht. Das reicht doch irgendwie nicht. Nicht. Das reicht doch nicht. Also so, ich kann doch nicht so krass springen, Mann. Nur einen Moment. Und wenn du zu früh oder zu spät zuspringst, hast du es vergessen. Das Timing ist stimmt. Das reicht doch niemals! Um da hochzukommen! Das reicht doch nicht! Du hast jetzt gerade gesehen, wie kurz das... Das reicht doch niemals hin. Reicht doch niemals. Das reicht. Aber nicht, wenn ich drauf stehe. Diese Klappe war das Signal, im Prinzip das Ding hochzukurbeln. So Leute, ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir Feierabend, sonst wird einfach die Folge zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
wirklich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch einschalten wird. Da retten wir dann noch den Piloten und erfahren noch hier in dieser Halle das Geheimnis. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.